Unter einem neuen Kommando steht seit kurzem die Freiwillige Feuerwehr Traun. Werner Hellriegel hat Anfang März das Zepter übernommen und damit das Kommando und die Verantwortung für mehr als 100 freiwillige und unbezahlte Floriani-Jünger. Deren Einsatz ist im wahrsten Sinne auch unbezahlbar. Absolvieren die Trauner Helfer doch pro Jahr weit mehr als 300 Einsätze und opfern daneben tausende Stunden ihrer Freizeit für Aus- und Weiterbildung. Ja, einsatzfähig sind wir momentan 76 Kameraden, die was aktive Feuerwehrmänner sind. Da kommen natürlich nur Reservisten und Jugend dazu. Ein Gesamtstand von momentan 106 Kameraden. Ein perfektes Team und eine perfekte Ausrüstung. Nur ein Problem macht dem Trauner Kommandanten noch zu schaffen. Wo es ein wenig hapert, ist jetzt momentan Raumnot. Wir haben wirklich akute Raumnot, muss ich dazu sagen. Es ist so, beim Umziehen alleine, wir ziehen sie hinter die Autos um. Es wird alles so klar schauen, dass man sich wirklich jetzt in kürzester Zeit einmal dann ein wenig was überlegen muss, dass man wieder normal arbeiten kann und auch normal wohnen kann. Weil wir wohnen auch sehr viel in der Feuerwehr. Dennoch braucht sich die Bevölkerung im Traun keine Sorgen zu machen. Wir sind eine rein freiwillige Feuerwehr. Das heißt, es ist nie wer da. Wenn jetzt der Einsatz reinkommt, werden wir durch Pips alarmiert oder durch die Sirene und dann fahren alle zu. Aber wir sind, ich kann sagen, es wohnen in der Umgebung von der Feuerwehr so viele Kameraden, dass in 4 Minuten spätestens ist, fährt das erste Auto aus.